Hätten wir fast wieder einen Vlog machen können, neues Kameraequipment, ne? Ja, starten wir direkt mit dem Fakt Nummer 1. Fuerteventura bedeutet übersetzt starker Wind. Aber starten wir erstmal damit, warum sind wir überhaupt auf Fuerteventura? Und wer ist das überhaupt neben mir? Falls ihr es nicht gesehen habt, das ist Anja. Ich mache einen Zopf, Moment. Wir sind gerade hier. Fuerteventura. Wir machen heute ein Trinkspiel aus diesem Vlog. Fuerteventura. Tatsächlich ist diese, also speziell diese Insel hier in den Kanaren, ist uns immer wieder in den letzten Monaten aufgeploppt, dass wir Leute, die wir im Internet gefolgt haben, immer so anders, wenn man den Leuten hinterher rennt. Aber ihr wisst, was ich meine. Den Leuten, denen wir bei Instagram folgen, waren viele immer hier auf der Insel auf Fuerteventura. Wir haben generell mitbekommen, dass es hier irgendwie ein ganz cooler Vibe sein soll, dass ja auch so eine digitale Nomadenszene auf der Insel sein soll. Und dann dachten wir, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Kennt ihr das? Wenn man immer wieder von etwas hört und denkt, also anscheinend muss ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Und bei uns war das die letzten Monate, sogar eigentlich seit Sri Lanka letztes Jahr, war es immer wieder Fuerteventura, wo Leute uns davon erzählt haben. Und dann dachten wir, gehen wir mal gucken. Und wir sind übrigens hier auf diesen Hügel gefahren, weil das der Ort ist, wo wir übernachten. Tarajalejo. Tarajalejo. Genau. Tarajalejo. Tarajalejo. So, das ist nämlich hier auf der Insel. Das ist da, genau. Also insgesamt sind wir hier 10 Tage auf Fuerteventura, weil wir dann nämlich wieder nach Deutschland müssen, weil wir so eine kleine Vortragsreihe geben in verschiedenen Städten. Und wir werden unseren Trip hier in 2 Vlogs aufteilen. Und zwar in dem einen Vlog, in diesem, zeigen wir einmal den Norden und die Sehenswürdigkeiten. Und im zweiten Vlog dann den Süden und was man da alles sehen kann. Also herzlich willkommen auf Fuerteventura im Norden. Wir haben übrigens einen Mietwagen. Ein cooler Übergang für den Drohnenaufnahme jetzt. So, check, Stadt haben wir euch gezeigt, aber ehrlich gesagt hat die uns jetzt nicht so sehr interessiert. Wir sind einmal nur dahin, weil wir wissen, Coralejo ist so die Stadt hier auf Fuerteventura. Müssen wir uns jetzt mal angucken, aber wir wollten eigentlich jetzt zum Strand von Sie waren die mich überhaupt? Ist neu. Anja ist jetzt eine Cappy-Trägerin geworden. Ich bin jetzt richtig so, nämlich. Gehen wir jetzt erstmal zum Strand hier und der soll richtig geil aussehen. Und wir sind übrigens gerade hier, also das ist ein bisschen neben Coralejo. Und vor uns ist der Strand und hinter uns sind Sanddünen. Aber zu den Sanddünen kommen wir gleich. Jetzt gehen wir jetzt erstmal zum Strand. Wir sind gespannt, weil es soll arschkalt sein, ne? Also ich weiß nicht, ob wir ins Meer gehen. Wir hatten unseren Fuß, ne? Hatten wir schon mal an einer anderen Stelle hier auf Fuerteventura im Wasser. Und das war sehr erfrischend auf jeden Fall. Also wir waren bisher nur bis zu den Zehen im Wasser. Ja. Mal gucken, wie es hier ist. Aber ey, es ist gerade schon gut warm und wir haben ziemlich wenig getrunken. Und deswegen hoffen wir jetzt gerade, dass uns das Ding so einen richtigen Energy Boost gibt, wenn wir da einmal reinspringen gerade. Ja, in wir das gehen Meer. Gleich Dünen klettern. Ja, auch wenn es gerade sieht es noch nicht so aus, als wenn wir gleich am Strand sind. Ich gebe es zu. Also manche sagen, die Insel ist kahl, ist sie auch, aber es ist echt besonders. Also ja. Es ist wirklich heftig, einfach die Landschaft. So, und jetzt halte ich die Klappe, jetzt kommt Strand. I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like. Ey, seht ihr diese Wasserfarbe? Ohne Witz. Guck mal, kommt ja fast schon an Kolibri ran. War gar nicht so kalt, ne? Yes. Perfekte Betriebstemperatur. Also es ist richtig kühl, aber es ist keine frierende Kälte, sondern so eine angenehme Kühle. Wenn du einmal drin bist, hast du das Gefühl, es sollte so sein, aber man muss erstmal reinkommen. Thank you.
glaube, ich muss nicht beschreiben, wie glücklich Daniel darüber ist, wieder Drohne fliegen zu können. Boah, es ist so geil. Aber es macht gerade einfach so Bock. Vor allem hier bietet es sich so an, weil hier so eine freie Fläche ist. Es ist der absolute Knaller. Und man muss dazu sagen, unsere erste Drohne, die ist jetzt ja auch 6 oder 7 Jahre alt. Und das ist gerade einfach ein krasser Qualitätsunterschied. Das ist so heftig, allein auf der Fernbedienung dieses Bild zu sehen, wie gut das schon aussieht. Mega. Und jetzt geht's zu den Dünen. Also das war ja erstmal der Strand und das eigentliche Highlight des Tages. Wir haben 5:30 und wir sind noch gar nicht zu dem Highlight des Tages für uns gekommen, nämlich zu den Dünen von Coralejo. Wir sind jetzt an den Dünen und wir sind hier gerade ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Wir beobachten die Leute, die von den Dünen kommen, ob sie Schuhe, Flipflops oder barfuß da, mit Schuhen oder so, wie sie halt da lang gehen, weil wir nicht wissen, wie heiß der Sand ist und ob es sich lohnt, die Schuhe mit Socken und so jetzt anzuziehen. Ja, aber gerade am Strand, da war der Sand schon ziemlich warm. Also ja, heiß eher. Aber guck mal, die waren mit Flipflops. Okay, wir wagen es mit Flipflops. Ab in die Wüste. Und? Jo. Ist überhaupt nicht heiß. Ich bin wieder zurück beim Piloten. Ich habe das Gefühl, ich habe die gesamte Wüste durchquert. Dani ist noch fokussiert. Ich sehe uns gerade, was wir machen. Wir gucken ja gerade auf die Kamera. Ach so. Ich mache mal ein Foto. Okay. Jetzt kommt ein bisschen Faktenwissen hier. Wir haben uns gerade kurz schlau gemacht mit Google. Wir haben uns gefragt, woher diese Dünen herkommen, also woher der Sand plötzlich kommt. Und man könnte eigentlich vermuten, dass der rübergeweht kommt von der Sahara. Also die Sahara ist praktisch da. Ein bisschen weiter noch übers Wasser rüber. Ist aber nicht so, sondern der Sand ist hier einfach aus zersetzten Muscheln. Ne? Guck mal, warte. Ja. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, hier sind Muscheln. Ich hatte nämlich eh mal einen Fuß stecken. Das geht richtig lang weiter noch. Zwischen 8 und 11 Kilometer. Also der eine Beitrag hat 8 gesagt, der andere hat 11 Kilometer gesagt. Geht das einmal so hier weiter. Das ist schon mega cool. Also wenn ihr jetzt hier hinkommt, ihr fühlt euch jetzt hier nicht, als wenn ihr mitten in der Wüste seid. Also dafür sieht man viel zu viel drumherum. Aber es ist trotzdem ein mega Gefühl, hier einmal durchzulaufen. Hier hinter ist jetzt direkt die Straße. Also man sieht hier die Autos fahren. Aber ist trotzdem, wenn man nach hier guckt, fühle ich mich schon wie in der Wüste. Muss sich auch keine Sorgen machen zu verlaufen, weil hier vorne kommt ein Hotel raus. Also zur Not in die Richtung. So, wir waren heute schon auf einer kurzen Kaffeepause in Lajares unterwegs. Das ist so ein kleiner, hipper Ort im Norden von Fuerteventura, eigentlich so genau mittig gelegen. Und wir würden sagen, dass es auch eigentlich eine ziemlich coole Base ist, wenn man den Norden erkunden will, weil es einfach so vom Vibe mega cool ist, der Ort. Und man braucht jeweils 10 Minuten so bis zu jeder Küste mit dem Auto oder vielleicht 15 Minuten. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, die Städte sind gerade auch überhaupt nicht der Hauptgrund, warum wir hier auf Fuerteventura sind. Warum wir hier sind, ist wegen so etwas wie das hier. Tada! Aber warte, Moment. Tada! Hier haben wir jetzt geparkt. Das ist unser Mietwagen übrigens. Ah ja. Und da ist die Stadt, El Cotillo.
und jetzt einfach hier direkt neben der Stadt sind halt, fangen jetzt so richtig krasse Steilküsten an. Manchmal fährst du hier um eine Ecke und plötzlich weht dir der Wind einfach nur so ins Gesicht. Das ist total krass. Und das ist auch der Grund, warum wir Minilandy jetzt hier nicht fliegen lassen werden, weil ich glaube, das wäre eine Nummer zu krass hier ein bisschen, aber es sieht so schön aus einfach hier. Ja, deswegen sorry, wenn wir nicht so viel von den Städten hier zeigen, aber das finden wir geiler. So, wir standen gerade irgendwo da ganz hinten. Jetzt sind wir einmal rübergefahren. Ey, und wir müssen sagen, die Parksituation auf Fuerteventura ist so geil. Stell dich einfach hin, wo du willst. Das ist echt ein Traum. Nee, ernsthaft, auch in Städten und so. Bisher mussten wir nirgendwo ein Ticket zahlen, obwohl wir teilweise mitten in der Stadt einfach einen Parkplatz hatten. Das ist echt richtig cool. Total geil. Übrigens, Offroad-Strecken sind nicht mit versichert. Das Mikro das aushält. Wir probieren eins noch mal. Und vor allem, ne, jetzt gerade ist sowas, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt hatten, das nennt sich Kalima, das heißt, dass der Sand von der Wüste hier einmal rüberkommt und das macht das alles hier so diesig. Und jetzt überlegt euch mal, das Meer sieht trotzdem schon so geil blau aus, wie das jetzt noch aussehen würde, ohne dieses Diesige. Ja. Da würde das einfach nur noch strahlen. Also eigentlich ist gerade echt, hier ist strahlend blauer Himmel eigentlich, wenn nicht dieser Sand in der Luft wäre. Der kommt vom Festland, von der Sahara. So, wir fahren jetzt weiter. Wir gehen auf den Vulkan, ne? Ja, ja klar. Was man halt so macht nach einer Steilküste auf dem Vulkan. So, wir gehen jetzt hier auf einen bekannten Vulkan auf der Insel. Da kann man nicht bis zum Krater hochgehen. Aber am meisten freue ich mich auf die Streifenhörnchen. Also wir haben gelesen, die sollen da oben überall sein und auch zutraulich. Ich weiß nicht, ob man die gefüttert hat oder so, aber also wir werden die jetzt zwar nicht füttern, aber ich sag mal so, wenn ich meine Hand rausstrecke und da kommt, dann setze ich eins drauf. Mal gucken, ob wir den Krater erreichen. Für das nächste. Hey. Übrigens eine Sache zur Info, wenn man hier unterwegs ist auf Fuerte. Gibt nicht so viel Schatten hier. Also vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier nicht so viel wächst und deswegen gibt es auch dementsprechend wenig Schatten. Also ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr hinkommt, irgendwas für euren Kopf dabei haben oder entsprechend auch halt irgendwie, um euch mal an den Arm oder so zu schützen. Also es ist echt krass. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass hier gerade generell dieses Kalima ist und der Staub in der Luft ist. Deswegen sieht es so, ja, bedeckt sieht es auch nicht aus. Aber wenn der Staub nicht wäre, dann wäre wirklich hier, glaube ich, einfach komplett blauer Himmel. Nicht mal Wolken, die zwischendurch Schatten spenden. Deswegen Kopfbedeckung einpacken. We'll be right back.
gerade mal gegoogelt, ob der überhaupt noch aktiv ist. Ist nicht. Nee. Wir haben reingeguckt, ist nicht. Nee, also da stand das letzte Mal, dass man Aktivitäten hier verzeichnet hat, war vor 3.000 bis 4.000 Jahren, ganz grob. Ja. 1.000 Jahre mehr oder weniger. Deswegen, wir denken auch, heute passiert hier auch nichts mehr. Aber also generell ist easy machbar. Also wir sind, haben jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde vom Parkplatz bis hier oben hingebracht. Also ist super easy. Und, aber echt imposant. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal... Ja doch, wir, in Indonesien standen wir schon mal an so einem Krater, aber noch nie einem, der so perfekt rund war oben am Kraterrand. Und ein bisschen sind die Streifenhörnchen auch ein Highlight hier. Und es hieß auch, dass das hier, also Fuerteventura hat mehrere Vulkane, aber das hier ist der besterhaltenste. Die kommen immer, ihr seht das gar nicht, ne? Das hier ist der besterhaltenste und auch der am leichtesten zugängliche. Ja. Und die Aussicht ist mega, nicht nur auf den Vulkan, sondern auch in die andere Richtung, weil da ist nämlich das Meer. Also wir sind uns jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber wir behaupten jetzt mal, das war der Vulkan, wo wir gerade drauf waren. Also irgendeiner von den beiden, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Wir kamen auf jeden Fall aus der Richtung. Und das hier ist die Landschaft. Also ist einfach der Rückweg jetzt, ne? Das ist der Rückweg zu unserer Unterkunft. Guck mal, wie geil das wieder aussieht. Perfekter Ort, um die Outro-Time zu machen. Von, nicht Tag 1, Tag 1 und 2 vom Norden. Also erstmal, es waren 2 Tage. Eventuell wäre das auch in einem Tag möglich, aber wahrscheinlich mit ein bisschen Hetzerei. Das war jetzt ja wirklich nur gerade der Zipfel im Norden von Fuerteventura, den wir euch gezeigt haben. Und jetzt in den nächsten Videos, dann gehen wir nochmal mit euch ein bisschen im Süden auf Tour. Und das ist echt abgefahren. Sorry, aber Auto kommt klar so kurz. Ich hab die ganze Zeit... Was man alles in so kurzen Distanzen hier sehen kann auf Fuerteventura, das ist wirklich crazy. Und das heißt übrigens, dass wenn das hier Fuerteventura ist, dass das meiste sich im Süden abspielt und deswegen da auch so der touristischste Teil ist. Aber Leute, die so sagen, ja, wenn man untouristisch unterwegs sein will, dann ist man so im Norden, beziehungsweise hier in der Ecke im, niemals ohne, oben links ist man dann da, ja, wo auch Lahares und sowas ist. Also wir finden alles mega geil gerade und sind voll gespannt, wie der Süden dann wird. Aber das war der Norden. So, ihr könnt übrigens mal kommentieren, wer denkt, dass sich die Drohne gelohnt hat zu kaufen. Das ist perfekt gerade hier für das Ziel, das macht so Bock. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video. Und hier kommt ihr zu unserem Discord-Server. Boah, mega. Ciao. Tschüss.